Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zurück bei Hogwarts Legacy. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Du meine Güte. Also diese Tür macht mich ein bisschen nachdenklich. Wie soll ich da reinkommen? Und was war das denn jetzt? Ah, oh, ich kann zielen. Was ist das denn? Ja, wir befinden uns im Uhrenturm. Da. Akio. Akio. Haha. Ja, Stufe 7. Stufe 7. Moment. Stufe 3. 4, 5, 6, 7. Stufe 7. Ja. Was bringt uns das? Ich glaube erstmal nichts. Wir werden wahrscheinlich erst mit unseren Inventar- und Ausrüstungsgegenständen richtig umgehen lernen. In Schweinefleischhausen. Danke, Tür. In Schweinefleischhausen. Auch Hogsmeade genannt. Aber ich gucke trotzdem mal. Wir haben doch was Schönes bekommen. Die Handbekleidung. Die Handschuhe hier. Das geht noch nicht. Das kann ich nicht wechseln, obwohl ich die Herausforderung hier Handbuchseiten schon so weit abgeschlossen habe, dass ich hier die Handschuhe habe. Aber ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie das funktioniert. Aber wir haben auch ein Outfit gefunden. Dieses hier, purpurrotes Mystikgewand. Verteidigung plus 9. Cool. Das können wir uns ja auch mal gerade anschauen. Ha, das kann ich ändern. Cool. Ja, sehr gut. Das heißt, wir haben drei Werte. Gesundheit, Verteidigung und Offensive. Offensive bestimmt, wie effektiv du daran bist, Gegner anzugreifen und ihnen Schaden zuzufügen. Verteidigung bestimmt, wie gut du blockst und ankommende Zaubersprüche und Angriffe abwehrst. Und Gesundheit, ja, zählt runter bis zum Tod sozusagen. Ist natürlich unser Wohlergehen und der Status. Alles klar. Ja, jetzt würde ich natürlich gerne hier das Mystikgewand etwas näher anschauen. Vielleicht können wir uns den Umhang einmal abnehmen. Der hat ja sowieso keine Verbesserung hier. Offensive 0. Wow. Oh, das ist ja fast wie bei Assassin's Creed. Super. Ich glaube, das lasse ich an. So. Ja, mega. Assassin's Creed. Haha. Fehlen nur noch die Klingen in den Unterarmen, aber richtig gut. So, wo gehen wir heute hin? Ich würde sagen, wir folgen ein bisschen der Hauptstory wieder. Hier ist eine Tür, Schloss auf Stufe 1. Okay, da geht's nicht weiter. Hallo, nachdenklich? Ja, ich auch. So, hier auch, Schloss auf Stufe 1. Vielleicht geht's hier raus. Ja, wahrscheinlich, aber nicht für uns aktuell. Sieht so ein bisschen aus wie eine Ruine. Wo sind wir? Der Südausgang von Hogwarts. Alles klar, also da kommen wir momentan nicht raus. Wir machen das hier. Weasley nach dem Unterricht. Professor Weasley will mich in ihrem Klassenzimmer sehen, das zwischen dem Bibliotheksanbau und dem Astronomieflügel am Verwandlungshof liegt. Hoffentlich hat sie etwas über den Ersatz meiner verlorenen Schulsachen zu sagen. Ha, das ist gut. Vielleicht geht's ja dann nach Schweinefleischhausen. Hogsmeade. Da bin ich gespannt. Du meine Güte, was ist das denn für eine Rüstung? Wow. Hat wahrscheinlich einem Riesen oder einem Troll gehört. Und wenn ich mir da die kleine Rüstung anschaue. Ich bin so froh, dass diese Rüstung keinen Inhalt hat. Momentan. Du meine Güte, vielleicht werden wir aber auf unseren Abenteuerreisen auch sowas begegnen. Ja, das ist unser Kollege hier. Wenn du wieder einen Partner für die gekreuzten Stäbe brauchst, frag mich gern. Guck mich nicht an, wenn ich mit dir spreche. Ja, okay, mach ich. So. Schauen wir doch mal. Oh, hallo. Das sind doch die vom Duell, ne? Dein nächster Gegner tut mir jetzt schon leid. Ha. Warte nur, bis ich größer bin. Dann werden wir ja sehen. Alles klar. Ich stehe dir zur Verfügung, wenn du größer bist. Ne? Revanche ist Revanche. So, und wir folgen unserem Navi. Das will nach unten. Aber ich würde gerne nochmal hier oben gucken. Du meine Güte. Bleib mir vom Leib. Verstehst ja. Liebling, hältst du mal die Axt? Ja, sie kann das doch bis in alle Ewigkeit. Und ja.
Das mit dem bis der Tod uns scheidet ist wohl nicht ganz richtig. Die ist immer noch mit der Axt hinter ihm her. Ah, herrlich. Jetzt Weinarbeit, komm. Ah, herrlich. Okay, könnte ich stundenlang machen. Entschuldigung. So. Aber ich habe in der letzten Folge gesehen, ich habe was verpasst hier oben. Was ist das? Ein Frosch. Hallo. Ja, betreten. Ich soll einen Frosch betreten. Okay. Gut, warum auch nicht? Betrete ich den Frosch. Du meine Güte. Froschreisen. Okay. Gut, ich kenne Krötenwanderung, aber Froschreisen. na gut, okay. Es war eine Erfahrung sozusagen. So, wo sind wir denn? In einem Schrank, so wie es aussieht. Und eine Truhe erwartet uns. Pfeil braun. Okay. Gut. Ach, schön gemacht hier mit den Umbrellas an der Decke. Ah, schön. Mhm. Ah, da unten geht Musik ab. Ist das der Flur hier? Oh, mein Gott. Hilfe. Okay. Jemand hat vergessen, den Fußboden einzubeziehen. Dann nehme ich den Frosch wieder, ne? Hallo Frosch, wärst du nochmal so nett, mich einzuatmen? Aber bitte nicht rülpsen, ne? Bitte. Möchtest du einen Dementos? Okay. So, was ich sagen wollte, in der letzten Folge ist mir aufgefallen, ich bin irgendwo dran vorbeigerast und das war an der großen Treppe, die wo ist? Ich glaube da hinten, oder? So. Oh, hallo Kätzchen. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ist das die große Treppe? Ha! So langsam kenne ich mich aus. Das war doch irgendwie hier an der Hexe, oder? Ich meinte, hier wäre etwas. Revelio. Oho, hallo. Gang vom Honigtopf. Hinter der Statue einer einäugigen Hexe verbirgt sich ein Geheimgang von Hogwarts zum Keller von Honigtopf. Er kann nur mit einem besonderen Zauber geöffnet werden. Okay. Super. Okay, also das werden wir wahrscheinlich noch nicht können, ne? Ah. Okay, die Treppe ist wieder sehr aktiv heute. So, aber es kann auch sein, dass ich mal an Sachen vorbeilaufe, ne? Ist ganz klar. Denn man kann ja nicht alles beachten. Hilfe, die Treppe bricht ein. Nein. So. Wow. So. Da ist auch noch was. Oh, hallo. Levioso. Haha. Handbuchseite 7 von 25. Super. Okay, und hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Das sieht auch super aus. Wir suchen ja auch immer noch den Bereich mit den zwei Gemälden und diesem komischen Rautenfenster für das leere Gemälde. Hallo, Igatta. Ich sage ja immer, oder Ignatia. Reisen erweitert den Horizont. Genau. Ignatia. So. Oh, das sieht auch schön aus, ne? Mit einer kleinen Kaffeeecke. Na, wie spät ist es? Ja, super. Hier ist was zum Rollen und was zum Durchsuchen. Dunkler Kräuterkundlerhut. Aha. Oh, schön. Super. Okay. Da wieder eine Geheimtür und wir müssen nach unten. Ich würde aber ganz kurz nochmal nach oben gehen. Waren wir hier schon oder waren wir hier noch nicht? Das ist die Frage. Morgen. Oh, schön. Ach doch, hier waren wir schon. Da ist die Ratte. Die Ratte auf der Hand. Das kennen wir. So. Dann geht's nach unten. Oh, hallo. Die Zauberin mit der Rose. Revelio. Ah, okay. Hat nichts zu sagen, aber da unten.
ein weiteres leeres Gemälde. Oh mein Gott. Lumos. Ah, da weiß ich doch, wo es ist. Da waren wir doch gerade. Das können wir schnell unterwegs erledigen, ne? Ja, und das wundert mich halt bei dem Gemälde aus der letzten Folge. Normalerweise ist das doch relativ in der Nähe, so wie hier, ne? Das ist doch relativ nah dran. Warum finde ich das in der anderen Ecke nicht? Ich weiß es nicht. Oh, hier, die Motte. Komm, so, ich bring dich nach Hause. Schwirr, schwirr, schwirr. So. Und ab nach Hause. Sehr gut. Haha. Und schon waren es 8. Haha. Okay. So, auf zu Professor Weasley. Und hier, ach, wunderschön. Schaut euch diese herrliche Aussicht an. Super. Ich bin begeistert. Absolut begeistert. So. Wow. Scheint auch ein Garten zu sein oder sowas. Und hier ein ganz neuer Turm. Der Viaduktzugang. Mhm. So, wir sind unten. Wie schön. Oh, herrlich. Wow, mit den Fahnen, das sieht richtig super aus. Und das scheint der Haupteingang zu sein. Vor der Haupthalle. Schätze ich mal. Also ich versuche mich ein bisschen zu erinnern. Wenn das jetzt die Haupthalle ist, dann wird alles gut. Dann kenne ich mich langsam aus. Heurika! Haha! Ja! Also langsam, ne? Merke ich mir auch die Wege. So. Ah, er wieder hier. Ah, herrlich. Richtig super. So. Haben wir hier alles? Ja, ne? Hier war das erste Gemälde. In unserem Schlafsaal schnarcht. Ein Mädchen knurrt sogar im Schlaf. Nein. Tatsächlich? Oh, interessant. Okay, hier ist eine Tür. Oh, wo geht's denn hier hin? Wow. Da. Akio. Haha. Super. Wo sind wir denn jetzt? Oh, das ist die Bibliothek. Wir müssen leise sein. La da 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 da. Schönen guten Morgen. Nein. Wir sind natürlich leise. Ne? Oh, herrlich. Revelio. Mal schauen, ob es hier Geheimnisse gibt. Da hinten leuchtet irgendwas. Was ist es? Oho. Professor Black, dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen? Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen und Cressida Blume scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformeln übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Peeves im Vergleich zu solchen Possen als zahm bezeichnen. Okay, anonym natürlich. Aha. Okay. Hier wird abgestempelt. Cool. Ah ja, Arbeit, 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 ne? Klitsch. Ah. Dies gehört der Bibliothek von Hogwarts. Schön. Schön gemacht. Auf jeden Fall. So, das wird wahrscheinlich wieder ein Aufgang sein, ne? Jawohl. Und da kommen wir aktuell wahrscheinlich nicht rein. Lass mich raten. Wow. Ah, eine Truhe. Hallo. Ich störe auch nicht beim Lesen, ne? Lederner Hexerhut. Aha. Der Hexerhut ist gut. So, schauen wir, ob hier noch was ist. Revelio. Oh. Ja, super verschlossen. Also wir kommen noch nicht rein. Mhm.
Ah, hier, die Flohflamme. Wieder mal auf Abenteuertour? So ein bisschen. So. Ach, schade, dass ich keinen durch die Wand gehen Zauber habe. Das wäre super hier. Bung, zack, 40 Meter. Oh, ist aber schlecht für den Rücken. Das ist aber ganz schlecht für den Rücken. Kann ich dir irgendwie helfen? Guck mal mit. Ja, wenn man sich nicht entscheiden kann, das ist das, ne? So. Revelio. Aber ansonsten sehe ich hier auch nichts. So. Oh, schön. Okay, gut. Dann nichts wie raus. Ich nehme mal die andere Tür. Wer weiß, wer weiß. Aber ist das hier nicht auch mit Revelio irgendwas? Da hätte ich mir gut vorstellen können, dass hier auch eine Handbuchseite ist, aber wohl nicht. So. Ach. Hallo. Nett, dich zu sehen. Was isst du denn da? Lecker. Studentenfutter, sozusagen. Okay. Ah, ich weiß, ich bin immer woanders unterwegs. Wir folgen der Hauptstory. Ich weiß. So. Der Hof der Verwandlung. Und, oh, die Ecke kenne ich auch noch nicht. Schön. Okay. Hier kann man quasi den Bäumen wachsen zusehen. Cool. Plopp. Schön. Das sieht gut aus. Ich glaube, die verwandeln sich nicht hier über die beiden, oder? Aber der. Eine Eule. Eine Eule. Eine größere Eule. Ja, super. So, wir fangen an mit dem Auftrag, aber erstmal die Flohflamme hier holen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich darin vorzukommen. Gerne, Ignatia. So, wir fangen an, Professor Weasley. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Oh oh. Falle, Falle. Bido, Bido, Bido. Alarm, Alarm. Sie will uns aufs Glatteis führen. Hat Professor Fig nichts gesagt? Nein, Professor. Ja. Ach komm, was soll schon passieren? Wir lügen einfach mal ein bisschen, ne? Nein, Professor. Aber nein, Professor. Aha, als wollte man einem Spoiler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Das hat Professor Ronan erwähnt. Was? Mehr Arbeit? Ja, das hat Professor Ronan erwähnt. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Ja, es reicht auch mit dem Zauberstab-Sharing. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen erzählen? Was ist Zauberkraft? Es gibt wirklich einen Ollivander hier? Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten.
Ja, unsere Professoren werden ausgestattet von Ollivander. Ja, was ist Zauberkraft? Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Okay, können Sie mir mehr über den Tränkeladen erzählen? Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Ah, super. Ich bin bereit, nach Hogsmeade zu gehen. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Ja, beides gut. Ich würde aber sagen, wir nehmen Natti mit. Wie wäre es mit Natti? Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Okay, Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Okay. Neuer Auftrag verfügbar. Auftragsprotokoll öffnen. Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die dir von Hogwarts-Professoren gegeben werden und die dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgabe und ihren Fortschritt im Auftragsmenü in deinem Handbuch einsehen. Alles klar. Ja gut, dann schauen wir doch mal. Aufträge. Starte deinen ersten Tag in Hogwarts. Haben wir jetzt schon richtig gut abgearbeitet. Besuche Hogsmeade und sammle Vorräte. Alles klar, dann hätten wir nämlich die erste Aufgabe abgeschlossen. So, dann haben wir noch Professor Ronans Aufgabe. Melde dich bei Professor Ronan. Belohnung Reparo. Beziehungsaufträge, Nebenaufträge haben wir noch nicht. Und das sind die abgeschlossenen. Super, alles klar. So, und hier kann ich dann auch den Navi-Bereich an- und ausschalten. Sehr gut. Cool. Super, ja, ich glaube, das machen wir direkt. Aber erstmal nutze ich die Gelegenheit, mich hier mal ein bisschen umzuschauen. Revelio. Da hat es doch irgendwie geklingelt. Wo? Haha. Habe ich es doch geahnt. Teilweise Verwandlung. Diese teilweise verwandelte Teetasse, vermutlich der bald korrigierte Fehler eines Zweitklässlers, dient als abschreckendes Beispiel für diejenigen, die die Komplexität und die Gefahren der Verwandlung nicht ernst nehmen. Okay, also eine Tasse mit mit Mäuseschwanz. Es ist schon irgendwie creepy. Gut, alles klar. Revelio. Ah, aber ich höre nichts mehr. Ah, doch, hier eine Truhe. Ja, 65, gar nicht schlecht. So, Schloss auf Stufe 1. Hallo, Professor. Ja, wir gucken einfach nur ein bisschen. Nicht, dass wir was verpassen. Oh, die Katze ist ja süß. Hallo. Ja, super. Auf geht's zu Professor Ronan. Oh, sieht aber auch toll aus. Die Schmetterlinge leben noch. Oh nein. Revelio. Du meine Güte. So, wo müssen wir hin? Da hinten. Auf geht's. Ah, da sind sie. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu.
Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Okay, wofür sind diese Aufgaben? Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich schließe die Aufgaben ab. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. So. Suchbereiche auf der Minikarte stellen Bereiche da. Was war das? So schnell konnte ich das gar nicht lesen. Okay, wahrscheinlich finden wir auf der Karte einen Hinweis. Was haben wir denn hier? Professor Ronans Aufgabe. Professor Ronan hat mir einige Aufgaben gegeben. Wenn ich sie erledigt habe, wird er mir Reparo beibringen, den Wiederherstellungszauber. Sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein. Sammle das fliegende Blatt im Turm für Verteidigung gegen die dunkle Künste ein. Aha. Okay. Gut, dann machen wir das. Die Blätter habe ich eh im Visier. So. Professor, hören Sie mal auf mit den Vögeln hier. Ich sehe doch die Blätter gar nicht. Da. Akio. Aha. So. Schön. Herrlich. Super. Einige Professoren haben Vogel. Der hat 4. Gut. Dann auf zum nächsten. Blätter einsammeln. Ha. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Da ist es. Großartig. Super, das ging ja schnell. So. Ich hoffe, die ersten Aufgaben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Okay, achten Sie auf Ihre Aussprache. Pretabso! Nein, oh Gott, oh Gott. Prebadro! Menedadro! Reparo! Ja, F. Haha. Repariert. Haha, sehr gut. Ja, neuer Zauber. Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren. Wow, alles klar. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Okay, super. Aufgabe abgeschlossen. Ja, Stufe 8. Ja. Ah, super. Okay. Wir machen das natürlich direkt mit Reparo. Wo war das jetzt? Am Wasser? Am Wasser? Nee. Wo meint der denn? Wo meint er es denn? Vielleicht ist das hier auf dem Hof. Jede Menge Koboldsteine gibt's hier als Nebenquest. Zenobia Noke sorgt sich um ihre verschollenen Koboldsteine. Belohnung, Zauberstabgriffe. Okay. Können wir auch machen. Es ist nur die Frage, wo müssen wir hin? Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich darf mich ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen und sage bis gleich, ihr Lieben. Macht's gut.